Hallo und herzlich willkommen beim Autoradioshop Stuttgart. Heute haben wir was Klassisches für euch. Ein Mercedes SL aus dem Jahr 86. Und diese Fahrzeuge sind ja sehr beliebt. Aber damals war halt das Thema Radiohören einfach nicht so sehr im Fokus. Und entsprechend spartanisch ist das Fahrzeug ausgestattet, hat ganz schlechte Einbauplätze. Und wir haben uns eine Lösung überlegt, wie man das Auto so ein bisschen auf den heutigen Stand bringen kann mit einmal einem coolen Radio mit ordentlicher Bluetooth und Freisprechtechnik und zum anderen soundtechnisch so weit aufpimpen kann, dass man auch vielleicht bei zügiger Fahrt ordentlich Musik hören kann. Und wie das Ganze aussieht, gucken wir uns jetzt an. Die Werksausstattung des Fahrzeugs, was Audio angeht, ist ja wahrscheinlich den meisten bekannt. Der Wagen hat hier zwei 10 cm Lautsprecher im Armaturenbrett, die so ein bisschen nach unten gerichtet sind. Natürlich klanglich nicht besonders optimal. Und er hatte in unserem Fall auch noch das Werksradio von Becker, was natürlich optisch toll in das Fahrzeug passt, aber mit der Konnektivität, bei der Konnektivität mit den heutigen Radios leider nicht mithalten kann. Und was wir gemacht haben, wir haben die Werkslautsprecher ausgetauscht gegen sehr hochwertige Gladenlautsprecher mit dem gleichen Durchmesser. Wir haben die Abdeckung leicht modifiziert, die Befestigung der Abdeckung, dass die Lautsprecher darunter passen. Dann haben wir im Bereich des Armaturenbretts oben Hochtöner montiert, die völlig verdeckt sind und das ganze Klangbild aber deutlich verbessern und diesen Nachteil des Mitteltöners, dass der nach unten strahlt, deutlich kompensieren und sind völlig unsichtbar eingebaut. Und zu guter Letzt haben wir bei dem Radio auf einen Blaupunkt SQR46 gesetzt. Das ist ein modernes Radio, das in der Optik komplett auf die 80er-Jahre-Optik abgestimmt ist. Das heißt, rein äußerlich ist es kaum von dem Original zu unterscheiden, bietet aber moderne Konnektivität mit Digitalradio, mit USB und Bluetooth. Man kann darüber wunderbar telefonieren. Für das DAB Plus können wir die Werksantenne nutzen. Und das Radio fügt sich nahezu genauso gut ein wie das Becker. Äußerlich ist kaum ein Umbau zu erkennen und es gibt ein sehr stimmiges Bild und einen schönen Klang. Da ich ja bereits gesagt habe, dass die Lautsprecher wirklich nicht optimal positioniert sind und wir da optisch auf keinen Fall irgendwas verändern wollten, haben wir einen 5-Kanal-DSP-Verstärker eingebaut, der hinterm Handschuhfach Platz findet. Der ist wirklich sehr klein, sehr effizient, wird auch nicht warm. Und dieser DSP-Verstärker bedient einmal die Lautsprecher im Armaturenbrett und zum anderen unsere Hochtöner. Dieser DSP-Verstärker wird eingemessen auf das Fahrzeug, kompensiert die Entfernungen zum Zuhörer und macht das ganze Klangbild wirklich sehr stimmig. Und man hört es nicht unbedingt nur aus den Lautsprechern, sondern man hört es eher vom Armaturenbrett, das ganze Geschehen. Und dieser DSP-Verstärker hat auch noch einen 5. Kanal, der etwa 120 Watt liefert. Und für dieser 5. Kanal befeuert einen Subwoofer, den wir hier unter der hinteren Ablage montiert haben. Ein extra flaches 20 cm Chassis in einem angefertigten Gehäuse. Und dieser Subwoofer, der rundet das Klangbild nach unten ab und macht das Ganze wirklich sehr stimmig. Und auch bei zügiger Fahrt kann man ordentlich Musik hören. Um euch mal ein bisschen zu demonstrieren, was der Effekt dieses DSPs ist und dieser Anzahl der Lautsprecher, haben wir ein zweites DSP-Sound-Setup gemacht, das so ein bisschen die Werksausstattung widerspiegelt. In dem DSP-Sound-Setup, in dem zweiten, sind die oberen Lautsprecher abgeschaltet und der Subwoofer abgeschaltet, spielen nur die zwei 10 cm Lautsprecher. Und wir haben hier behelfsmäßig so einen kleinen Umschalter installiert, mit dem ich hin und her schalten kann. Wenn ich das jetzt hier mal einfach lauter mache, die Werksausstattung, naja, spielt alles da unten irgendwie und es macht viel Mittelton, wenig Höhen und wenig Bass. Und wenn ich jetzt umschalte, wird sofort alles deutlich klarer, voller, es geht auch etwas lauter. Und das gesamte Klangbild, das rutscht von dieser unteren Armaturenbretthälfte nach oben. Alles löst sich von den Lautsprechern
Und ich habe das Gefühl, es spielt wirklich hier über die gesamte Breite. Der Subwoofer arbeitet gut dazu und macht natürlich ein schönes Bassfundament. Ich schalte nochmal zurück. Und habe das Gefühl plötzlich, ich habe wieder so eine Art Küchenradio. Es ist leider wirklich ernüchternd, wie es vorher war. Also man sieht, dass sich das wirklich sehr gelohnt hat. Wirklich ein tolles, stimmiges Klangbild. Wenn euch unser Video gefallen hat, vergesst bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Wir würden uns über einen Daumen hoch freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal.